Und damit willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja, wir sind wieder hier. Wir müssen aber noch ein wenig weiter nach... Danke, Kameramann. Nach den Mitgliedern von Dumbledores Armee suchen. Verschwindet die Tür jetzt? Nee, oder? Wir müssen nach den Mitgliedern für Dumbledores Armee suchen, sie zusammentrommeln und... Ganz nebenbei denke ich, dass wir auch noch ein wenig das Schloss erkunden werden. Da wir, kurz zur Spielinfo, bereits 63% erkundet haben. Das finde ich ganz gut. Und ja, das ist aber noch genau 2 von 5. Das sind die Möwen gewesen. Das ist aber noch verbesserungsfähig. Deswegen, wann immer es geht, werden wir auch... Ich möchte mal wissen, was das für eine Luke ist. Da war vorher mal ein Sperrschild dran. Kann man die anzaubern? Nö. Na gut. Es gibt sicher noch genug Dinge. Bis auf einen Alltagszauber haben wir alle gelernt. Deswegen kann man hier sicher noch einiges auch tun. So, ihr kennt mich. Ich möchte doch gern... so viel wie möglich mitnehmen. Gut, wo müssen wir runter? Suchen wir Angelina Johnson. Ich glaube, sie gehört zu unserem Quidditch-Team. Oder? Irgendwie verbinde ich den Namen damit. Nee, danke. Ich hab's nicht so mit dem Reimen. Treppe, kommst du wieder? Danke. Gut. Die Türen sind alle noch zu hier. Wow. Junge. Wieder hoch. Okay. Was wollen diese Füßchen denn von uns da lang? Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Kann ich mal in dein Buch sehen? Sie sind in der großen Halle. Warum so erschrocken? Mann, Mann, Mann. Irgendwo hier? Okay. Die Kerzen haben wir gerade aufgehängt. Leute, ich sehe meine... Ich sehe die Fußstapfen nicht mehr. Ist sie das? Könntet ihr mal... Ach nein, im Pokalzimmer war sie, oder? Ich glaube, im Pokalzimmer. Hallo? Hermine? Ich bin's, Angelina. Ein paar Slytherins haben im Pokalzimmer gewütet und dann Filch alarmiert. Ich bin eingesperrt. Ach herrje. Wir sollten sie rausholen. Wenn Filch sie erwischt, wird Umbridge Gryffindor vom Quidditch ausschließen. Und das wäre der Weltuntergang, was? Na los, holen wir Angelina irgendwie da raus. Irgendwie ist gut. Wingardium Leviosa? Keine Ahnung. Wingardium Leviosa! Okay, den... Oh Gott. Seid mal ein bisschen vorsichtiger mit Dumbledores Stuhl. Ich würde ihn ja gern wieder hier an den Tisch stellen. Genau. Gut. Dann rein da. Und was tun wir jetzt hier? Aufräumen, wenn die gewütet haben. Finden wir dafür... Ach du Hallo, meine Güte. Angelina! Harry! Malfoy hat meinen Zauberstab! Wir müssen alles aufräumen, bevor die Slytherins mit Filch zurückkommen! Los, schnell! Schnell? Nun, ich hoffe mal, dass schnell nicht so gemeint ist. Oh Gott. Was tust du, Junge? Können wir den bitte da drin abstellen? Filch rastet aus, wenn er dieses Chaos sieht. Ja, ich hoffe nur... Gehört das nicht da rein? Gehört das hier rein? Junge. Danke. Sag mal, hast du heimlich geübt? Wenn wir erwischt werden, dürfen wir nie wieder Quidditch spielen. Nein, hab ich nicht. Preparo, Kinderspiel. So, den... Keine Ahnung. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Ich hoffe, das ist... Bella, du weißt doch, dass Umbridge einen Grund... Ja, doch. Dann mach mit. Mann, nerv mich nicht.
Gold muss in die goldenen Schränke, Harry. Filz kann jeden Moment kommen. Halt die Klappe. Ist das jetzt der richtige Schrank? Gold muss in die goldenen Schränke. Das ist mir doch egal. Hauptsache, die Dinger stehen drin. Ach, es geht um die Dinger unten. Hätte ich doch nur meinen Zauberstab. Gut so. Zauber weiter. Ja, hättest du ihn dir mal nicht wegnehmen lassen, den Zauberstab, du dumme Tusse. Welchen hebst du jetzt an? Mach mir keinen Stress, ich hasse zeitgesteuerte Missionen. Komm schon, Junge, heb ihn hoch. Jetzt heb das Ding hoch. Ich hasse das. Gut so, Harry, wir haben's fast geschafft. Der Levitationszauber ist wirklich einer der blödesten. Wingardium Leviosa. Ja, super. Dann reparier das Ding erstmal. Los geht's. So, nächstes. Leute. Aktion! Nein. Hochheben. So, rein da und reparieren. Genau. Alles wieder gut. Hab ich dich. Was ist los, Mr. Filch? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich werde euch im Auge behalten. Danke, Harry. Schon gut. Wir haben einen Raum für die DA-Treffen gefunden. Im 7. Stock. Das ist großartig. Ich bringe Alicia und Katie mit. Bis dann. Okay, sie bringt noch 2 mit. Das heißt, 14 von 28. Fehlen ja nur noch 11. So, hier müssen wir noch ein bisschen was... mal schnell nachgucken. Das Pokalzimmer, da gibt's noch... 50% entdeckt. Hier können wir noch ein paar Dinge tun. Die Frage ist nur, was? Wo geht hier was? Ja, der Wedel, aber... Wingardium Leviosa! Aber was putzt der jetzt noch großartig? Wo ist er denn jetzt? Huh? Lieber Wedel... Kann der noch irgendwas putzen hier? Das macht er ja meist von alleine, sobald man ihn in die Nähe des zu putzenden Objekts bringt. Scheinbar nicht. Ist hier irgendwas anzuzaubern? Das ist nur eine verspiegelte Wand. Hier geht nichts. Wo ist denn hier? Wo wird mein Zauberstab wieder blau? Nur beim Staubwedel? Ja, das ist wieder der Staubwedel hier. Muss ich hier wirklich alle Pokale putzen? Ist das euer Ernst? Das ist keine Tür, die sich öffnen lässt. Das hier auch nicht, oder? Nein. Da greift er nicht mal mit der Hand danach. Wingardium Leviosa! Wenn er die Hand ranlegt an sowas, dann kann man ja eher nochmal denken, dass es eventuell... Na, Wedelchen? Willst du hier irgendwas putzen? Nein. Ach, das Glas nicht, diese komische Spiegelwand. Gut, keine Ahnung. Müssen wir irgendwann den Zerstörungszauber noch machen? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier auch nicht zu lange rumsuchen. Deswegen würde ich denken, wir gucken dann gleich mal... nach den nächsten Dingen. Nach den nächsten DA-Mitgliedern. Danke fürs Rauslassen. Hier gibt's ja auch noch was. Ich weiß nur nicht, was. Wingardium Leviosa! Ach, nicht. Incendio!
Brennen tut's ja schon, Junge. Ich weiß noch nicht, ob wir die Feuerschalen hier, ob wir die Dinger anzünden können. Oh, wer bist du? Ich habe Hannah Abbott am Fuße der großen Treppe gesehen. Sie ist ja wirklich total aus dem Häuschen wegen der Prüfungen. Okay, sie ist wohl die Nächste, die wir dann suchen sollen? Nein. Die Feuerschalen gehen nicht. Oder wie sehe ich das? Ja, ne, das ist ja aber schon gemacht. Kann man das Ding so irgendwie noch untersuchen? Wir haben noch nicht alle gefunden. Schau auf die Karte. Halt doch mal die Klappe, Ronald. Keiner will mit dir reden. Nein, untersuchen geht nicht. Gut. Wingardium Leviosa! Oh. Myrte wird sich freuen. Du hast noch etwas gefunden. Ja, wir können die Tische decken. Nun, dann tun wir das doch mal. Nein! Mach das wieder hin, Harry. Und bitte hier auch. Können wir den nicht decken? Incendio! Hä? Dran ziehen. Okay. Noch was mehr. Ich denke ja, dass es zu einem finalen Kampf kommen wird mit... Karte bitte. Mit Voldemort, deswegen... Je mehr wir finden, desto stärker werden unsere Zauber. Und das ist doch... Große Halle, 32%. Hier fehlt uns noch viele Leute. Das ist dann doch schon mal richtig... gut. Wir können das bei jedem Tisch machen. Die Frage ist nur, wie wählen wir dann die anderen Tische an? Hier können wir ja... Junge? Nein, der macht das nicht. Menno. Ärger mich nicht. Da geht's nicht, okay? Da geht's auch nicht. Aber hier geht's wieder, oder? Ja. Okay. Nein, hier geht das nicht. Harry, das sieht behindert aus. Nein, der geht schon wieder auf den Tisch. Den hier vielleicht noch decken? Wingardium Leviosa! Den da hinten, okay. Bis gerade hatte ich gar keinen Hunger. Du hast doch ständig Hunger. Wenn die jetzt reden... Nein, mach das... Harry! Lass das Essen da, Junge. Wenn die das jetzt bereden, dann denke ich... Nein... 68%. Ja, toll. Aber wie können wir dann... Könntest du doch mal aufhören, immer im Kreis zu laufen, du Dumpfbacke? Nein, der Tisch nicht. Ah, die haben Bücher da. Da können wir wahrscheinlich nichts... Ronald... Hörst du mal auf rumzuspacken? Ich muss hier durch. Meine Güte. So, 68% haben wir entdeckt. Keine
Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich würde sagen... Hi. Mensch, renn mich doch nicht über den Haufen. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei, damit es für euch jetzt nicht zu... Colin Greeby, ja, der hat seine Kamera. Dean. Trimagischer Trottel. Hau ab. Ja, natürlich grün. Eine Slytherin. Wo sind... die kleinen Füße? Weißt du mir dein Runenbuch? Ja, warum nicht? Runen. Dean. Auf zu neuen Abenteuern? Ja. Wir müssen hier durch. Drachenei. Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. Gerne. Oh, ein süßer Hund. Nur nicht aufgeben, Mr. Potter. So, und nu? Wo sind wir jetzt? Ja, ja. Das ist er hier wohl. Nee. Nach Hogwarts werde ich im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist es wirklich schwierig. Ach Gott. Du hast Probleme. Was, erst erzählst du mir das und jetzt lästerst du rum? Was soll der Mist? Ich glaube, dass die Leute zusammensuchen ist wirklich dafür da, dass man die Gegend erkundet. Wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Verwandlung Innenhof. %. Hier fehlt uns noch eine Kleinigkeit. Wird doch nicht das Ding hier sein. Irgendwie konnte man das ja noch... Können wir es jetzt anzünden? Na komm. Aber das macht hier gerade gar nichts. Nein, Junge, du bist nicht hier zum auf Bänke klettern. Wir kriegen keine Punkte von dem Ding. Aber 99%, damit könnte ich auch leben zur Not. Hi. Sind das die Hausaufgaben für Geschichte der Zauberei? Ja, wir müssen 5 sprechende Wasserspeier auflisten. Ich habe in Geschichte von Hogwarts nachgesehen, aber nichts gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Binz was von Wasserspeiern erzählt hat. Er ist so öde. Gib mir mal deine Notizen, Hermine. Nein. Na super. Gibst du mir Bescheid, wenn du alle gefunden hast? Das wäre prima. Gut, mach ich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Das sind jetzt diese Säuer? Wildschweine? Was auch immer? Hier war doch so einer schon, oder? Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Wir sollten zum Wissensraum gehen. Moment, können wir das... Aber hier sind... Dean Thomas, finde die Wasserspeier. Gut, wir werden das mal aktivieren. Und dann gucken wir mal, wo uns die Füße... Führen die uns zu Dean oder führen die uns zum Wasserspeier? Nein, die führen uns zu ihm. Wäre ja auch zu schön, wenn wir einfach die Wasserspeier markieren könnten. Gut. Irgendwo hier war aber einer, das weiß ich. Ich sag doch, wir werden schon noch lernen, was es mit diesen Wildschweinen auf sich hat. Hi! Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Sie schienen nicht besonders glücklich zu sein. Einen hätten wir. Ja, gut. Sagst du mir dann hier, wie viele noch... fehlen? Ich habe ja noch eine kleine Ahnung, wo noch welche sein könnten, aber ja, die Frage ist, finden wir jetzt alle 5? Lass mich durch. Aha. 5 Stück. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn wir den Reduktio haben, können wir hier diese Teppiche wegmachen, weil was anderes fällt mir gerade nicht ein dazu. So, wenn wir jetzt hier rausgehen. Finde ich das nur bei Dean oder
Ja. Ah, und das führt uns nur zu Dean. Na gut, hier war, glaube ich, noch einer. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Ja, tue ich. Was dagegen? Ist das noch eine Sonderaufgabe auch fürs... Aber dann hätten wir die ja schon längst gehabt. Hier, du bist auch noch einer. Wissen Sie zufällig, wo die anderen sprechenden Wasserspeier sind? Ich habe keinen anderen Wasserspeier gesehen. Nur den auf dem Sockel, der verschwunden ist. Was ist mit ihm passiert? Vor einem Jahr war ein Junge auf der Flucht vor einem Drachen. Dabei hat er ihn vom Sockel geworfen. Oh nein. Kommt doch noch mal bei mir vorbei, ja? Hier kann man wunderbar picknicken. Ihr seid stets willkommen. Du kannst nichts dafür, Harry. Glaubt ihr, die sind alle so seltsam? Ich habe hier einen vom Sockel geworfen. Ist der dann noch unten? Müssen wir den wieder hochholen? Ich meine, sonst fehlt uns ja einer von den Fünfen. So, da oben ist, glaube ich, auch einer gewesen, oder? Ja, und vergiss hier... Vergiss nicht, Professor Vincent. Da bist du ja wieder. Meine Kamera ist immer noch da oben. Hilfst du mir, Harry? Nee, jetzt nicht. Ich muss Wasserspeier suchen. Nein, nicht die Bank, Junge. Nicht die Bank. Das da. Ich dachte, da oben wäre auch noch einer. Hoch. Dann bei diesem komischen... Ach, kleinen Gang außenrum ist auch einer. Das weiß ich. So, hier ist jetzt erstmal der dritte. Oder? Brauchst du Hilfe? Ja, wäre gut, wenn ihr mal mitmachen könntet. Danke. Genau, hier ist der, der nicht angesprochen werden wollte oder so.